Ja, wenn ich nach 1982 zurückdenke, da hatten wir ja auch schon 4.000, 5.000 interessierte Leute an der Schanze, die das einfach sehen wollten, wie kann ich denn auf Matten Skispringen. Und dann mussten wir immer sehr große Anstrengungen werbetechnisch machen, dass wir so diese Zahl halten konnten, weil das kostet ja auch Geld, das Skispringen hier zu veranstalten. Da haben wir sehr viel unternehmen müssen. Und dann hatten wir den glücklichen Umstand der Schwarzwaldadler, dass die plötzlich da waren, und da war hier in Hinterzarten die Hölle los. Also es gab dann Mädchen, die an der Schanze gezeltet haben, ja, Tage vorher schon, nur dass sie als Erste den besten Platz bekommen haben. Das war also letztendlich für den Verein, für den Ort war das natürlich super.